Auf vielen Briefumschlägen findet man am unteren Rand so einen orangen Strichcode und das ist der Grund, warum man Briefumschläge kein zweites Mal wiederverwenden sollte. Denn in diesem orangen Strichcode, auch Zielcode genannt, da ist die Empfängeradresse hinterlegt, kodiert. Also in meinem Fall habe ich hier eine Rechnung von UPS zugeschickt bekommen und in dem Zielcode würde jetzt meine Anschrift stehen, Karfanger Straße 16 in 20459 Hamburg. Also mein Name ist nicht im Zielcode hinterlegt, sondern nur die Adresse. Wenn ich jetzt die Rechnung aus dem Umschlag rausnehme, dann könnte man sagen, ja, der Umschlag ist ja noch gut erhalten, den könnte ich jetzt ein zweites Mal verwenden und damit irgendwie Unterlagen an meine Bank schicken. Das sollte ich aber nicht tun, weil aufgrund der Zielcodierung auf dem Umschlag würde er immer wieder in meinen Zustellbezirk zurückgeschickt werden. Über so einen Fall hat 2018 mal die Bild-Zeitung berichtet. Die haben das damals Boomerang-Brief genannt, denn eine Kundin hat das genauso gemacht. Die hat einen gebrauchten Briefumschlag erneut verwendet. Die Marke war nicht abgestempelt, hat sie gedacht, ach, den kann ich ja erneut verwenden. Und dann war sie ganz verdutzt. Am nächsten Tag hatte sie den gleichen Brief wieder in ihrem Briefkasten drin. Da hat die Bild-Zeitung dann mal bei der Pressestelle der Post nachgefragt, wie so etwas zustande kommen kann. Und da wurde das Phänomen hier mit der Zielcodierung erklärt. Allerdings hat die Pressesprecherin der Post auch gesagt, der Zusteller hat hier einen Fehler gemacht. Denn im Zielcode ist ja nicht der Empfängername hinterlegt und der Zusteller hätte den Empfängernamen nochmal prüfen müssen, bevor er den Brief einwirft. Und dann hätte er festgestellt, dass dieser Brief gar nicht an die Person adressiert ist, deren Adresse hier im Zielcode hinterlegt ist. Jetzt könnte man sagen, man kann den Zielcode einfach durchstreichen, aber das ist auch nicht empfehlenswert, denn wenn hier ein schwarzer Strich unten am Rand ist, kann die Deutsche Post da ja keinen erneuten Zielcode aufdrucken. Der Brief müsste dann händisch bearbeitet werden, das ist auch nicht Sinn der Sache, weil das dann länger dauert. Diesen Aufwand will sich die Deutsche Post sparen. Das heißt, Briefumschläge, wo sich hier ein Zielcode befindet, bitte nicht erneut verwenden. Es gibt aber Briefumschläge, die haben keinen Zielcode. Wie zum Beispiel diese Luftpolsterumschläge, die werden entweder von Hand bearbeitet oder in Großbriefsortieranlagen. Und da wird nicht mit einer Zielcodierung gearbeitet. Das heißt, solche Umschläge könnt ihr bedenkenlos erneut verwenden, sofern ihr hier einen weißen Sticker drüber klebt am besten. Dann sind die alte Briefmarke und die alte Lieferanschrift überdeckt. Ja, wenn ihr weitere solche Tipps erfahren möchtet, im nächsten Video erfahrt ihr zum Beispiel, warum man die Absenderadresse nicht unten links hinschreiben sollte. Vielleicht können es einige von euch schon denken. Dann abonniert den Kanal und schaut auch mal vorbei auf meiner Website www.paketda.de.